Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Mendig auf dem Flugplatz. Wir haben ein Auto von NoNFF dabei. Wir haben Janis dabei und wir haben Besitzer Tino dabei. Das heißt, es kann eigentlich nur gut werden heute. So, erstmal extrem geil, wie sympathisch die letzten Videos angekommen sind. Haben die Leute echt so richtig, richtig gefeiert. War wirklich, alle waren ultra begeistert von Vater-Sohn-Duo, von Kompetenz und so weiter. Also das habt ihr auf jeden Fall gut überzeugend rübergebracht. Ja, zum Glück. Manche nee, das war richtig, richtig gut. So, was machen wir heute? Das ist euer sogenannter Dragster. Richtig, genau. Den haben wir vor vielen Jahren gebaut. Ist schon lange bei euch im Familienbesitz. Und ja, damals viel Bitburg gefahren, Viertelmeile und sowas, aber das ist schon, wie mein Vater vorhin schon gesagt hat, ich glaube 10, 12 Jahre her. Und und seitdem wächst das Auto mal so ein bisschen. Wie lange habt ihr den schon? 10 Jahre jetzt, ja. Gute 10 Jahre. Krass. So, kurz zum Auto. Dragster heißt wirklich reines Viertelmeile-Auto, früher, also wirklich reines Rennauto. Ja. Ja. Was ganz interessant ist, ist die Mischung an diesem Auto. So, wir reden hier eigentlich von einem normalen 996 Carrera. Richtig, genau, das war mal 996 Carrera. Also die Basiskarosserie, ein C2, deswegen alles schön schmal und ja, wie du siehst, ist nicht mehr viel von übrig. Wie war der Grundgedanke, Tino, zu diesem Auto? Also wie seid ihr dazu gekommen? Ihr wolltet unbedingt ein Viertelmeile-Auto haben, deswegen Carrera 2 genommen? Es ist ja gewachsen. Immer mal mit normalen Serienautos angefangen und immer mehr PS gebraucht. Und irgendwann ist er dazu gekommen. Irgendwann waren alle da. Genau. Okay, verstehe. Also so wie die üblichen Kunden bei euch sind. Ne? Haben wir ja gerade noch drüber gequatscht. Genau, ne? Das genau. Ist so immer 600 PS, 800 PS, 1000 PS genau. Und so weiter. Ne? Das Besondere an diesem Fahrzeug ist, Carrera 2 schmale Karosse, 996 oder 997? 996, 996 GT3 Motor war Basis damals. Ah, GT3 Motor. Genau, okay. Genau. 996 GT3 Motor, jetzt allerdings hier drin. Wenn man das jetzt durch die Scheibe zeigen kann, ist normalerweise richtig die Blechkarosse? Richtig, genau, normale Blechkarosse. Die haben wir damals weggeschnitten, als wie eine Serviceklappe, dass du halt immer mal schnell drankommst. Weil wie gesagt, wenn du eine Viertelmeile fährst, ne, früher ist immer mal was passiert. Mittlerweile hat man das zum Glück im Griff, die Autos funktionieren mittlerweile so gut. Und ja. Das heißt, das Coole ist, ich glaube, wenn wir die Klappe abnehmen, ne, dann kann man das, ja, genau. Dann kann man das ein bisschen genau zeigen. So, hier hinter ist das ganze Blech weggeschnitten. Da ist jetzt nur eine Carbonabdeckung drin. Das heißt, die Serviceklappe ist eigentlich die Makrolonscheibe, die man mal schnell rausschrauben kann. Und zack, kommt man von oben auf den Motor drauf. Ne? Genau, kommst dann alles super dran, kannst alles mal eben schnell ausbauen, könntest theoretisch sogar mal eben Düsen tauschen oder sowas, wenn du willst. Das ist natürlich schon sehr praktisch. Und da könnte ja die Keilriemenlänge hier auch fast zur Leistung passen, ne? Ja. 1180, PK auch immer gut. Was hat der in Leistung? Jetzt aktuell, ich würde sagen, irgendwo zwischen 1200 und 1400 PS. Ah, okay, also habe ich ja wirklich ganz gut sogar getippt. So, und auch ganz besonders an diesem Fahrzeug ist diese echt vergoldete Ansaugbrücke. Die ist tatsächlich über 400 km schon gefahren. Krass, okay. Das ist die Original, ich sag jetzt mal, Rekordbrücke aus dem V-Max-Auto richtig, damals. Genau, genau. Wobei, das war nicht der V-Max-Auto, sondern wie genau, ist der? Genau, das war der erste GT9, das war der blaue. Ja. Und die konnte man damals so schön betrachten hinten im Motorraum. Oh, kann man mal machen. So, okay, 996 Turbomotor. Turbolader? Turbolader Precision. Ich will nichts Falsches sagen, ich meine PT6264. Also verhältnismäßig kleine Lader für eure Ausbaustufen aktuell. Die sind da schon Ewigkeiten drin. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Komm mal größer. Genau. Was noch besonders ist, weil es halt ein Viertelmeile-Auto ist, da kennt man das, Ladeluftkühler immer heiß. Deswegen wurde das Auto radikal umgebaut und hat jetzt hier hinter zwei stehende Wasser-Ladeluftkühler. So, das heißt, die Luft geht wirklich von den Turboladern einmal durch den Innenraum und dann in der Mitte durch das Y-Rohr wieder in den Motor. Und das Ganze hat gar keinen Wasserkühler mehr, sondern das ganze Wasser zirkuliert wirklich nur in den Wassertank. Das ist richtig, in den Wassertank. Und das Coolste an diesem ganzen System ist, man hat da unten den schönen Öffner. Hier muss man gucken, da. Gardena. Genau, drehst du da unten schön auf, das ganze Wasser läuft nach unten direkt raus. Das heißt, du hast in 10 Sekunden das ganze System einmal neu befüllt. Einmal schön wieder mit Eiswasser. Und das heißt, damals auf jeden Fall immer ein Lauf Wasser raus, nächste Lauf wieder Wasser rein. Ne? Genau. Okay, also wirklich reines Rennauto in dem Moment. So, weiterer Punkt, den ich extrem sympathisch finde, ist dieser Leichtbau, der hier überall betrieben wurde. Weil das ist wirklich, alle Scheiben sind Makrolon, außer die Frontscheibe. Ja, richtig. Hier hast du halt zu große Gefahr. Ne? Und vor allem verkratzt, die wechselst du andauernd, wenn du mal sauber machen willst. Ne? Das ist schon ätzend. Dann eh schon die schmale Karosse. Ja. Heißt keine Turbo-Karosse? Nee. Da meinst du auch, dass sie leichter ist? Richtig, Carrera-Karosse ist immer leichter.
So, das heißt, das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist, das muss man noch sagen, was ja schwerer ist, ist ein Tiptronic-Getriebe drin. Richtig, genau, das Tiptronic-Getriebe drin. Ja. Das heißt, das 996 oder das 997? 996, ja. 996, okay. Ja. Und das ist noch so richtig klassisch mit Wandler, Fünfgang? Richtig. Und die können das? Ja, also ich sag mal so, Kupplung, also die ganzen Gangpakete im Getriebe, das ist kein Problem, die können wir verstärken. Ich glaube, den dritten Gang sogar bis 2000 Newtonmeter, also das funktioniert. Da haben wir bisher noch nie eins gehabt, glaube ich, was kaputt gegangen ist. Ja, cool. So, dann sehe ich hier auf jeden Fall Cyvex. Richtig, genau. Die altbekannten Drehknöpfe hier von Cyvex. Ja, und viel mehr ist auch nicht mehr drin hier, ne? Nee. Das ist auf jeden Fall... Sparprogramm. Leichtbau. Da ist alles rausgeflogen. Tacho, eine Strebe. Deswegen ist er auch meistens mit Kabelbinder fest, weil ich sag mal so, wenn du einen Halter baust, ist er in der Regel schwerer. Ja, das definitiv, ja. Okay, krass. Wann seid ihr das letzte Mal mit dem Auto? Also ich meine, ich habe das Auto zuletzt auf einer halben Meile gesehen. Ne? Richtig. Das heißt, nach einer Viertelmeile habt ihr euch dann gedacht, jetzt testen wir ein bisschen halbe Meile, genau. Ist ja eine ganz andere Disziplin eigentlich. Andere Disziplin, andere Anforderungen. Und hat man einfach Bock drauf. Und was war beste Geschwindigkeit, halbe Meile mit dem Fahrzeug? Beste Geschwindigkeit war 3,23. Oh, ist aber schon schnell eigentlich. So, ne? Für so ein Tiptronic-Getriebe als Fünfgang. Vierter, fünfter Gang ist halt 10, ne? Ja. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das Ding definitiv leicht ist, ne? Also der wird schon leicht sein. Okay. Das klingt so, als hätten wir die Wagen dabei, hä? Ja, definitiv. Wenn wir sie nicht mit hätten, wäre ja irgendwas falsch hier heute. Nein, was machen wir heute? Eigentlich würden wir euch gerne das Auto zeigen und wenn man mal die Möglichkeiten auf so einem geilen Flugplatz hat, ist es A für uns perfekt. Wir können mal ein bisschen Drohne fliegen mal wieder, weil ihr hattet letztes Mal gesagt, ihr wünscht euch ein paar mehr Drohnenaufnahmen. Und ihr wollt ein bisschen, weil das jetzt wieder das Break-In quasi ist, also neuer Motor, ein bisschen einfahren, gucken, ein bisschen abstimmen, alles checken. Richtig. Und mal durchladen so ungefähr. Einmal grober Check, damit wir gucken können, ob jetzt beim nächsten Event alles funktioniert, weil mit dem Auto auf der Straße fahren, ne, das ist, brauchen wir nicht drüber reden. Nee, und der ist ja auch reines Rennauto und das ist halt Flugplatz-männlich hier immer geil, hier kann man sich für ein paar Stunden einmieten und kann dann wirklich... Ja, machen, was man will eigentlich. Ne? Bisschen mal ist sogar lang lassen. Genug zum halbe Meile fahren. Also genau. Kannst theoretisch sogar hier einmal bis Exitus stehen lassen. Ich meine, technisch brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel mehr erklären. Das haben wir in den letzten Videos alle schon gemacht. Ja. Ich würde sagen, wir packen jetzt allererstes mal die Wagen aus und wiegen das Ding. Machen wir. So, was schätzt du? Was er wiegt? Boah, ich denke, zwischen 11 und 1200 sollte er schon wiegen. Ne, ist doch noch ein Tucken schwerer, 1296. Ja. 296. 1296. Aber das ist halt wieder Porsche, guckt dann, wie kerzengerade das Ding steht. Ne? Ja. So, also egal welche anderen Autos man immer wiegt, die sind alle immer so und das Ding wirklich links, rechts. Ja. Das passt schon. Aber ich sag mal so, wir hatten vorher auch ein bisschen leichtere Sitze drin. Ne? Die dicke Batterie, also ich sag mal 1250 oder so, wird man da schon schaffen. Aber ich hätte persönlich auch gerne, aber es ist Automatikgetriebe, ne? Ja, Automatik. Okay, aber das heißt, wenn man so ein Auto radikal Heckantrieb als Schalter-Sauger aufbaut, wird man schon auf 1100 kommen, ne? Als Sauger holst du ja noch mehr, weil du brauchst das ganze Wasserzeug da ja nicht drin. So, stimmt, da wird man als 1100 schon, darf man nicht vergessen, weil wenn ich mir den Behälter angucke, das sind doch locker 15, 20 Liter. Boah, bestimmt. So in dem Dreh? Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, okay. Ich würde sagen, wir nutzen das gute Wetter noch. Du fährst mit Tino erstmal los. Ihr guckt mal ein bisschen, rollt ein bisschen ein, stimmt das Ding ein bisschen ab und so weiter. Ne? Genau. Okay, und ihr kriegt jetzt erstmal einen kleinen Porn. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they busted your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter, my check in the bank. They see the number, all of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see it when I kick my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and I'm on a pee up. I had to re-up on a rear, so you stay the feeder. And put it back into the bit cause I don't really need it. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check.
Aida. Put all the egos in check. You're not entitled to anything else. I got 10 years of this under my belt. Your art is an art, they don't feel it. And nobody hears it initially to stay on the shelf. Your ego done got in the way. It gotta die today. It gotta go. You should be happy I lighten the load. The weight of your arrogance, heavy as stone. I make an appearance, they already know. That chip on your shoulder gon' crumble and fold, yeah. Not a secret that you have been fearing the shit that I'm on. So you back to the brag and the boast. But I'm in a class of my own. I heard they checking for me, no one checking on me. So I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me. My success has only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. So, come on. Come on.
Ja. Ich habe schon gesagt, ich befürchte, ich komme noch nicht mal selber in Genuss heute, das mal zu spüren. Moment mal raus. Ja, also klang von außen auf jeden Fall geil. Klingt guter gut, auf jeden Fall. Ja. So, vor allen Dingen Traktion unten raus, wenig. Ja, dezent. Waren jetzt natürlich auch die ersten Läufe, ne? Das wird klar. Mit Sicherheit noch besser werden. Ne? Klar, wir brauchen einmal richtig Temperatur der Reifen. Das ist. So, als allererstes, Tino, merkst du einen Unterschied zwischen Originalsteuergerät und Cyvex so vom Fahren her, oder? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, fährt besser, schlechter, fährt ruppiger? Besser. Fährt besser so? Besser. Krass, okay. Dann ist schon mal alles richtig gemacht in dem Fall. Das heißt aber, die Cyvex arbeitet jetzt mit dem originalen Getriebesteuergerät zusammen. Richtig, genau. Ah, deswegen schaltet das auch noch so schön sauber und fährt auch sauber an und so weiter. Ne? Ja. Okay, ihr habt erst ein paar Meter gemacht. Soweit alles gut. Dann wollten wir eigentlich jetzt noch mal eiskaltes Wasser reinmachen und aufdrehen und gucken. Aber ich befürchte, so wie ich das mitbekommen habe, ist Feierabend leider für heute. Ja, vorhin, als wir einmal so aus 50, 70 rausbeschleunigt haben, ja, war sehr schnell, aber ich würde sagen, Traktion erst ab 120, 130. Und ich befürchte, dass dabei das Differential kaputt gegangen ist. Zumindest als wir zurückgefahren sind, hinten um die Kurve, hast du auf der einen Seite nur gehört, tock, 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 tock. Ja, man hat es auch eben gerade, als ihr an uns vorbeigerollt seid, hat man es auch gehört. Ja. So wie Antriebswelle, Gelenk. Ja. Differential. Ich denke mal sowas. Irgendwie sowas in der Richtung drin. Ja. Wie weit konntet ihr jetzt schon auftreten? Welche Stufe seid ihr jetzt gefahren? Boah, was sind wir gefahren? Ich glaube 2 oder 3. 3. Ja, von 5. Also es war jetzt noch nicht besonders viel. Also noch genug Luft nach oben eigentlich, ne? Ja. Ja, schlechte Nachricht ist 299,7 sind wir gefahren. Knapp. 100, 200, 3,7. Und eine 3,6 habe ich sogar auch noch. Aber wie gesagt, das war ja Wheelspin ohne Ende. Ne? Mit drehenden Rädern. Ne? Ja, ja. Wie kommt das Originalgetriebe so damit zurecht, bei drehenden Rädern zu schalten? Das geht auch? Also dann von ersten in zweiten oder ist das eher so ein sanftes Schalten? Also wir haben zum Glück beim Losrollen alle GoPros reingeschmissen. Er schlägt schon. Du machst schon, wenn die Wanderkupplung zumacht, ist zu. Und wir haben auf jeden Fall eure Fahraufnahmen drauf, da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Material bei raus. Ne? Eine Frage noch, diese ganzen Knöpfe, die ich da alle sehe am Lenkrad, die roten und so weiter, was ist das alles? Also die roten rechts, links ist eigentlich nur zum Schalten, damit du halt, ne, wenn du nämlich sonst auf manuell bist, musst du ja irgendwie wieder in den ersten Gang kommen, weil du willst ja aus dem ersten Gang losfahren. Mhm. So, und dann mit dem Warnhebel ja nicht viel machen kannst, betätigst du darüber im Prinzip wie im Original Lenkrad die Plus-Minus-Taste, rechts Plus, links Minus, so kannst du dann hoch und runter schalten. Jetzt eben gerade beim Fahren habt ihr aber auch geschaltet oder selber schalten lassen? Nee, du fährst eigentlich immer nur quasi, bleibst stehen, ist am zweiten Gang, machst auf manuell, schaltest den ersten Gang und dann kriegt er Feuer. Aber hochschalten dann automatisch? Automatisch. Automatisch hochschalten, also einfach nur Vollgas. Genau. Und doch nochmal kleine Flugstunde. Okay, ja, schade. Ja, kann nicht immer laufen. Klang auf jeden Fall war gut. Motor läuft auch schön, kam auch kein Öl raus, hat auch nicht gebläut, gar nichts, klang kraftvoll. Ja. Aber da sind wir jetzt natürlich machtlos gegen. Ja, ich sag mal so, dafür sind wir schließlich hier zum Testen. Ne? Ja. Also ich sag mal so, Auto fühlt sich brutal an, würde ich mal sagen. Also unten raus, der schiebt echt heftig. Und, Was halt bei dem Tuning immer wieder das Gleiche ist, jahrelang hat dieses Getriebe jetzt gehalten. Ja. So, ist ja schon mal Probleme kaputt gegangen? Nee, weil immer das erste Getriebe. Auch ne? Das Differential ist Ewigkeit und drin. Genau, heute jetzt geht es halt kaputt. Ne? Ja. Hat ja gerade mein Vater noch gesagt, wie lange ist das jetzt drin? 7 Jahre oder 7 so? 7 Jahre. Ja. Plus minus. Ja. Krass. Ja, schade Schokolade. Auf jeden Fall. Noch nicht mal eine 200-300 haben wir. Ja. 299,7, ey. Das ist auch so eine Scheiße. Ja, willst du machen, ne? Okay. Und vor allem, man muss auch immer dazu sagen, überleg mal, wir sind jetzt die ganze Zeit lang zu zweit gefahren und wir hatten nie Grip unter 100 km/h. Ja. Ja. Und ich denke mal, wenn das Ding richtig aufdrehst und das mit Tiptronic, fährst du da bestimmt entweder eine glatte 3 oder drunter. Ich meine, ihr seid sogar schon mal 3 glatt gefahren, ne? Ne, 2,9 sogar war das. 2,9 sogar? Ja. Krass. Also, das geht schon ganz gut. Fährt der dann im dritten Gang 200, ne? Locker, ne? Kann ich hier gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, so fahr ich Tiptronic nicht. Im dritten Gang 200, ja. Cool. Hat der Traktionskontrolle gar nichts, ne? Doch, also klar, du hast halt über Cyvex eine Traktionskontrolle. Wir sind jetzt die ganze Zeit lang auf so einer mittleren Stufe gefahren, also 50% Regelung. Die macht er sogar noch, okay, krass. Ja.
Tja, ja, ja. Ich würde sagen, dann müssen wir hier abbrechen. Ihr wollt aber probieren, dieses Jahr noch ein Event zu fahren? Wenn es klappt. Entweder Race 1000 oder TTT im September. Ja, aber trotzdem danke, dass wir mitkommen konnten. Kein Problem, gerne. Geiler Flugplatz hier. Ja. Konnten wir immerhin ein bisschen Boxer 6-Zylinder Luft wieder schnuppern. Fürs Mitfahren hat es heute nicht gereicht, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen, nächstes Mal kommt, ne? Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me.